Der türkische Präsident wirft Ihnen ja vor, Drahtzieher dieses Putschversuches oder dieses Putsches zu sein in der Türkei. Die Staatsanwaltschaft fordert zweimal lebenslänglich, 1900 Jahre Haft. Hatten Sie Ihre Hände im Spiel? Ist da was dran? Ich bin seit 15, 16 Jahren hier. Falls ich mit denen, die diesen Putschversuch unternommen haben, gesprochen oder telefoniert haben soll, sollen sie das beweisen. Dann bin ich bereit, alles in Kauf zu nehmen, was sie fordern. Das ist das eine. Zum Zweiten habe ich einen sehr vernünftigen Vorschlag gemacht. Eine internationale Organisation soll die Sache untersuchen. Wenn ihre Vorwürfe stimmen, dann akzeptiere ich mit Kusshand, was sie fordern. Aber weder ist es ihnen gelungen, irgendetwas Handfestes vorzuweisen, noch konnten sie eine Antwort auf meinen Vorschlag geben. Deswegen sind das alles bloße Behauptungen.